Ich habe hier ein grünes Viereck und das habe ich mal versucht in 9 gleich große Teile aufzuteilen. Also dieses Viereck hier hat 9 gleich große Teile. Und beim letzten Mal hatte ich dir ja gezeigt, was ich jetzt machen könnte, ist zu sagen, oh, ich male jetzt hier mal einen von aus, nehmen wir mal den in der Mitte, falsche Farbe, den hier in der Mitte mal. Und dann würde man dazu sagen, dass das ein Neuntel wäre. Also das hier wäre dann jetzt ein Neuntel. Okay, soweit so gut. Könnte ich also auch hier unten nochmal hinschreiben. Insgesamt habe ich jetzt, ist hier eins von 9 Teilen ausgemalt. Jetzt möchte ich es aber noch ein bisschen interessanter machen und sagen, ich male jetzt hier noch mehr aus. Ich möchte auch noch das Feld hier ausmalen und ich möchte auch das Feld hier unten noch ausmalen. Und, na gut, eins geht noch. Dann male ich das daneben gleich noch aus. Das hier auch noch. Jetzt kannst du dir bestimmt vorstellen, dass ich zu jedem einzelnen Teil natürlich auch sagen kann, ja, das ist halt auch genau ein Neuntel. Richtig? Weil das ist ja, die sind ja alle gleich groß. Deswegen ist da ja kein Unterschied zwischen den Teilen. Allerdings, wenn du jetzt hier unten hinguckst, dann wurden ja insgesamt von dem ganzen Viereck, von den ganzen 9 Teilen, sind ja jetzt definitiv nicht mehr nur eins ausgemalt, sondern eins, zwei, drei, vier Stück sind ausgemalt. Also sind jetzt 4 Neuntel von diesem Viereck hier ausgemalt. Gut, noch ein zweites Beispiel dazu. Hier rechts habe ich noch so einen violett-rosanen Stab und der ist in 1, 2, 3, 4 in 5 Teile aufgeteilt. 5. Und jetzt mache ich mal was Interessantes. Ich sage jetzt, dass ich das hier ausmalen möchte. Und ich möchte auch das daneben ausmalen. Und ja, das hier sieht auch aus, als ob das ausgemalt werden möchte. Und das hier auch. Naja gut, und jetzt kann ich das letzte auch noch ausmalen, wenn ich schon dabei bin. Ich habe also alle 5 Teile ausgemalt. Das heißt, ich würde jetzt auch schreiben, dass hier 5 von 5 Teilen ausgemalt sind. Jetzt sagst du bestimmt auch schon von selbst, okay, warte mal. Wenn du 5 von 5 Teilen ausmalst, naja, dann hast du halt das Ganze ausgemalt. Und da hast du genau recht. Wenn die Zahlen oben und unten die gleiche ist, kann man halt sagen, das ist einfach ein Ganzes. Also ich habe hier das ganze Bild ausgemalt. Okay, du hast bestimmt schon längst verstanden, was ich von dir möchte. Deswegen habe ich dir noch hier unten ein bisschen was vorbereitet, damit du dich auch nochmal einmal selbst probieren kannst. Also schau mal, ob du bei den einzelnen Figuren hier rausfindest, welcher Bruch dabei gesucht ist und versuch mal den Bruch dann auch aufzuschreiben. Also wie viele, stell am besten diese roten Flächen hier vom Ganzen als Bruch dar. Okay, gut, dann probiere ich mich mal. Also ich fange mal hier oben mit dem rosa Viereck an. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. 6 Teile. Und wie viele davon sind ausgemalt? 1, 2, 3, 4. 4 von 6 Teilen sind ausgemalt. Also ist 4 Sechstel vom ganzen Viereck ausgemalt. So weit, so gut. Weiter geht's mit diesem blauen Kuchen. Gibt es blaue Kuchen? Ich weiß gar nicht. Okay, sagen wir einfach, es ist ein blauer Kreis. Also, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Dieser Kreis wurde in 5 Teile aufgeteilt. Und wie viele Stücke davon sind jetzt ausgemalt? Naja, das ist eins hier. Da ist noch eins, da ist noch eins und da ist noch eins. Also, die sehen ja alle auch gleich groß aus. Deswegen sind es 4 von 5 Teilen. So weit, so gut. Bleibt noch ein gelbes Dreieck übrig. Naja, das ist ja genau in der Hälfte scheinbar geteilt worden. Deswegen hat es 2 gleich große Teile. Und wie viele davon sind ausgemalt? Ja, halt beide, nicht? Also 2 halbe kann man sagen. Oder, eben gerade habe ich dir das ja schon einmal kurz gesagt gehabt, wenn die Zahlen beide gleich sind, dann hat man ja offensichtlich ein Ganzes wieder. Ein Ganzes. Gut, bleibt noch einer übrig und zwar hier unten dieser grüne Wurm. Jetzt bist du vielleicht verleitet zu sagen, okay, das sind hier 1, 2, 3, 4 Teile und diese 4 Teile sind halt in 1, 2, davon sind 3 ausgemalt, also ist jetzt hier der Bruch 3 Viertel dargestellt. Aber vorsichtig, das ist nicht der Fall.
Brüche sprechen immer über gleich große Teile. Und dieser Wurm hier, dieser grüne Wurm, der ist ja nicht in vier gleich große Teile aufgeteilt. Also dieses rote Teil hier zum Beispiel sieht ja so aus, als ob das mindestens genauso groß ist wie die anderen drei, wenn nicht sogar noch größer. Deswegen könntest du hier nicht sagen, dass das der Bruch 3 Viertel ist.